Hallo Heinrich, grüß dich. Hallo Martin, schön, grüß dich. Ja, wunderbar. Lang genug hat es gedauert. Sehr schön. Ja, ich habe mir gerade schon ein bisschen deine Geigenausstellung angeschaut, aber jetzt bin ich richtig gespannt, was du mir zeigst. Ich zeige dir was. Super. Schön. Das sind jetzt also hier deine Schätze. Genau, meine ganzen Goldstückchen, jedes mit einer eigenen Persönlichkeit, jedes Holz einzeln ausgesucht und ich kenne schon an den Eigentönen, welche Eigenschaft der Klang der Geige mal haben kann und such für den Musiker das Holz raus. Selbst nur mit diesem Stückchen Holz kannst du schon was drüber sagen. Wenn ich den Musiker kennengelernt habe, weiß ich, aus welchem Bereich ich das Holz nehme. Das gibt sich so wunderbar zu erkennen, wenn man es richtig anklopft. Das sind die Eigentöne, die Herztöne, durch die das Holz sich zu erkennen gibt in den Klangeigenschaften, die ich rauskitzeln darf. Ja, es fängt damit an, eigentlich mit einer großen Ehrfurcht. Zu wissen, dieser Baum hat als Lebewesen 200 Jahre lang jedes Jahr einen Jahresring gebildet. In den Hochlagen der Bergwälder, an der Baumgrenze, in einer großen Krise, wo das Holz Mühe hatte zu wachsen. Und diese Krise hat das gute Klangholz hervorgebracht. Ja, da bin ich jetzt schon gespannt zu sehen, wie es weitergeht mit dem Stück Holz in deiner Werkstatt. Ja. Hier arbeite ich gerade die Bodenwölbung für die neueste Geige heraus mit meinem absoluten Lieblingswerkzeug, der Wölbungshobel. Klitzekleines Ding. 38 mm, den habe ich seit 40 Jahren in meiner Hand. Ich werde nichts länger in meiner Hand gehabt haben, mein ganzes Leben lang. Da kenne ich jede Feinheit der Sohle. Schon Teil von dir selbst. Teil der Hand. Ja. Ich muss der Form entsprechend arbeiten, was ich höre, während ich mit dem Hobel das Holz anrege zum Klingen und zum Schwingen. Da darfst du aber auch nichts falsch machen, weil wenn du jetzt zu viel wegschneidest, dann ist das ganze Holz irgendwie im Eimer. Zu viel passiert nicht, weil man ist so im Fluss, dass man spürt, was entstehen soll. Und es ist auch nicht so, dass ein Fehler eine Katastrophe ist, denn wenn ich merke, ich gehe hier früher im Gegenschwung runter, gleiche ich die andere Form aus. Das ist ein ständiges Angleichen von allem, was den Klang bestimmt. Und wie lange stehst du dann da an der Werkbank und machst diese Bewegung? Also das ist die schönste Arbeit eigentlich, weil ich vergesse, wie lange ich da stehe. Das ist das, wo es passiert, dass ich 3-4 Stunden lang nichts denke. Das ist ja vielleicht so ein bisschen ein Gefühl der Ewigkeit, was da entstehen kann. Und ich glaub, so eine Geige ist ja auch ein bisschen für die Ewigkeit. Ich meine, so eine Geige ist alt, wird immer älter und sie wird immer besser. Ja, und es ist tatsächlich so, in diesen Zeiten, wo ich nichts denke, wo die Hände das Richtige machen, dieser Moment der Selbstvergessenheit, der schafft den Klang. So, jetzt sind wir ganz oben angekommen. Also jetzt sind wir ganz oben auf der Bühne. Das ist der Ort, wo jetzt das Holz, was wir eben unten angeschaut haben, zum Klingen kommt. Der schönste Raum der Werkstatt, die Dachkapelle. Und es ist der Raum, wo dann die Musiker kommen, nachdem sie 1, 2, manchmal fast 3 Jahre gewartet haben auf ihre Geige und das erste Mal ihr Instrument probieren dürfen. Das ist dann ganz bestimmt ein besonderer Moment. Ich vermute mal, du hast ja schon viele emotionale Szenen erlebt. Ja, das ist das Besondere. Das Instrument bringt den Menschen zum Klingen. Und es geschieht dann, wenn es ihm nicht um sich geht, sondern wenn er sagt, ich bringe dich die Geige zum Klingen. Das eine im anderen und das lässt sich nicht trennen. Du hast jetzt, glaube ich, hier auch eine Geige gerade fertig gebaut. Die ist gestern Abend fertig geworden, eine ganz besondere. Die war sehr aufregend, denn die ist aus 50.000 Jahre altem Holz. Unglaublich. Das ist in einem Hochmoor in Neuseeland, hat man es gefunden. Und es ist 50.000 Jahre konserviert gewesen. Und das zum Leben zu erwecken und zum Klang, das ist schon was Außergewöhnliches. Das ist dann wirklich der Klang der Ewigkeit. Ja, also da ist zumindest ein großes Atmen im Klang hörbar. Also da würde ich sagen, müssten wir eigentlich jetzt ein Weihnachtslied spielen. Mit der Geige und ich mit meiner Geige und dann spielen wir zusammen ein Weihnachtslied. Machen wir.
Aber bevor wir jetzt noch ein Weihnachtslied spielen, sagen wir den Menschen noch einen Weihnachtsgruß. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Weihnachten heißt Mensch werden, Mensch sein in dieser seufzenden und verletzten Welt. Und ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, dass wir Christus annehmen und aus seiner Kraft leben. Wir wünschen Ihnen von Herzen ein gesegnetes und ein in ganz tiefem Sinne frohes Weihnachtsfest.